Wir haben nun endlich unsere Dekore für die Küche und für unser Badezimmer angebracht und das Ergebnis wollen wir heute mit euch teilen. Ich bin übrigens Ilan und hinter der Kamera ist die Anja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben monatelang uns mit dem Thema Spritzschutz auseinandergesetzt und haben etwas gesucht, was leicht ist, was wasserabweisend ist, natürlich leicht zu reinigen auch und optisch auch sehr ansprechend ist, also unserer Meinung nach, das ist ja immer Geschmackssache, und sind auf dieses Dekor hier gestoßen, das Dekor von Resindo. Wir haben nämlich auch etwas gesucht mit Haptik. Ihr kennt uns ja mittlerweile, wenn wir überzeugt sind von einem Produkt, dann fragen wir einfach mal an, ob wir das Produkt mal vorstellen können, beziehungsweise auch mal verwenden dürfen. Und so ist aber nicht unsere Meinung davon betroffen. Wie gesagt, wir waren eingangs auch schon überzeugt davon. Deshalb verwenden wir die. Die sind einfach äußerst, und das haben wir auch gemerkt bei der Verwendung, sie sind äußerst stabil und leicht in der Handhabung, gerade auch für Laien. Der Ton heißt Middle Concrete. Harmoniert aber unserer Meinung nach ganz gut mit dem Holz und auch mit dem grünen Ton unserer Küche. Und somit haben wir dann auch das Problem des Lochs hier. Ihr erinnert euch wahrscheinlich. Hier war ja noch ein ziemlich großes Loch für unser altes Smart Control System. Und somit haben wir dieses dann auch verschwinden lassen können. Es sieht jetzt eigentlich sehr einheitlich und schön aus und auch die Anthrazit-Steckdosen kommen sehr, sehr schön zur Geltung. Wie wir jetzt aber genau vorgegangen sind, erzählt euch Anja. Glücklicherweise haben wir gleich das große Starter-Set noch mitgeschickt bekommen. Die Firma wusste wohl, warum wir das als Laien auch gebrauchen können. Was war also dabei? Wir hatten einmal so einen Reiniger, der ganz wichtig war, um die Flächen vorher nochmal eben auch gut abzusprühen und zu reinigen, von Feinstaub zu reinigen, gerade weil wir ja auch vorher im Innenausbau super viel geschliffen haben. Also das war, glaube ich, ganz gut und wichtig, dass wir das auch gemacht haben. Unter anderem gab es dann diese zwei Rakel, die wir auch beide benutzt haben. Die haben verschiedene Aufsätze, die wir hier drauf geklebt haben, um auch entsprechend die Luftblasen später gut rausdrücken zu können oder mit dem Gelben, so haben wir es jetzt zumindest benutzt, in den Ecken auch wirklich nochmal die letzten Kanten reinzudrücken, dass die verschwinden und auch überall gut kleben. Das hat sehr gut funktioniert. Dieser Heißföhn, der hat sich echt gut bewährt, weil wir an manchen Stellen doch vielleicht auch noch durch nicht die perfekte Technik immer gemerkt haben, ah, jetzt ist hier doch nochmal eine kleine Luftblase, die wir mit dem Rakel nicht perfekt rausziehen. Dann haben wir das ganz leicht erhitzt, sind mit dem Rakel nochmal drüber und zack war die Luft raus. Also es war wirklich... Wir haben schon gedacht, dass das kompliziert wird, aber wir haben es wirklich gut hingekriegt. Und so haben wir dann Bahn für Bahn eben zugeschnitten und verklebt. Was für uns noch richtig positiv war, waren zum Beispiel hier die Stellen der Steckdosen. Wir hatten nämlich die Befürchtung, dass wir für den Spritzschutz, ob das jetzt eine Wand ist oder zum Verkleben ist, dass wir die komplette Steckdose wieder ausbauen müssen. Klar, die Blendkappen, die waren vorher noch nicht dran, aber die Dose war halt schon verbunden. Und das mussten wir glücklicherweise nicht machen. Das heißt, wir haben einfach unsere Bahn geklebt, immer mit dem Rakel die Luft schön rausgedrückt, bis wir dann hier an der Stelle angekommen sind, haben dann ganz leicht mit einem Cuttermesser angeschnitten und konnten somit auch wunderbar hier oben und unten weiterverfahren. Das hat tatsächlich sehr, sehr gut geklappt, sodass Ilan dann auch später gut die Dosen anbringen konnte, hat diese dann angeschraubt, nochmal ein bisschen ausgerichtet mit der Wasserwaage. Und das war es eigentlich schon. Also das war das ganze Hexenwerk, was für uns eine komplizierte Ecke war, war tatsächlich an der Spüle hier vorne. Hier vorne war nämlich für uns ganz wichtig, dass wir gerade im Spülbereich, wenn es dann auch mal spritzt oder so, oder wir das Fenster leicht öffnen, nachdem es geregnet hat und hier ein paar Tropfen runterkommen, dass nicht alles sich auf dem Holz sammelt. Und außerdem hatten wir von der Wandverkleidung auch hier eine offene Stirnseite vorher gehabt, durch das Pappelsperrholz. Und das hat uns natürlich nicht so gut gefallen. Das heißt, wir haben uns am Ende jetzt dafür entschieden, das Dekor wirklich komplett auch in diesem Bereich zu legen. Und da haben wir natürlich echt auch Schwierigkeiten gehabt, diese Ecken zu verarbeiten. Aber ich schätze mal einfach durch mangelnde Übung oder mangelndes Wissen. Das war es dann auch schon bei uns in der Küche. Weiter geht's im Wohnzimmer. Wir haben euch ja schon einige Male unsere Heizungsverkleidung gezeigt, aber so weit waren wir noch nie. Die Stirnseite ist jetzt versteckt. Wir haben aber auch schon begonnen, die Dekore zu verkleben. Hier seht ihr das. Man kann auch mittlerweile schon ein bisschen draufdrücken oder einen anderen Druck drauf geben, weil wir das eben nochmal verstärkt haben. Also auch da sind wir wirklich jetzt bei 90% angekommen. Es fehlen also nur noch die Dekore. Jetzt sind wir mal wieder in unserem geliebten Badezimmer und auch hier seht ihr, haben wir das Dekor bereits verklebt. Und als wir das erste Mal gesehen haben, da ging das bis hierher, weil wir wollten hier nämlich noch
einen Übergang kaschieren, weil wir nämlich auch merken, dass diese Übergänge, die wir verspachtelt haben, dass die sukzessive auch wieder aufgehen. Wahrscheinlich durch die Bewegung wird sich das nicht bessern. Daher haben wir jetzt hier aber trotzdem noch mal ein bisschen was gekürzt, weil wir, als wir das gesehen haben, erstmal dachten, wow, das sieht wirklich gut aus. Gerade in Kombination auch mit dem Holz und dem Waschbecken und der Armatur. Aber wir hätten auch einfach die ganze Wand bekleben können, ne? Und das war so das erste Gefühl, das aufkam, weil wir es eben so schön fanden. Hätte auch schlimmer ausfallen können. Auf jeden Fall ist das hier ein wunderschöner Goldton. Jetzt haben wir noch provisorisch diesen Spiegel hier bei uns mal rausgeholt. Und es ist ein Holzspiegel. Also ich finde, das ist jetzt zu viel Information, aber nur, dass man eine Idee bekommt, wie es aussehen kann. Der Spiegel ist meiner Meinung nach auch noch etwas zu hoch. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, was ihr meint, ob ihr eher auf einen runden Spiegel gehen würdet oder auf einen eckigen. Ich finde jetzt an dieser Stelle den eckigen gar nicht mal so schlecht. Nur ich persönlich als Rahmen würde was Schwarzes nehmen. Schwarz oder Anthrazit Schwarz, so wie wir das jetzt hier auch eben für die Armatur und für den Heizkörper gewählt haben. Oder in dem Holzton Palomnia, ja, das geht natürlich auch, beziehungsweise sollten wir einen Spiegel mit so einem Rahmen finden. Und dann ist das Badezimmer, würde ich mal sagen, langsam bei 90% angekommen. Jetzt hat sich Anja den Spiegel nochmal hier rüber gelegt, dass sie sich die Haare machen kann. So. Ich gucke immer, weil die jetzt so kurz sind, sage ich immer, Liebling, sitzen die Haare gut? Und manchmal schneide ich das Video und sage, hast du mir noch gar nicht gesagt, da hätte ich ja doch nochmal durchgehen können. Aber ich wollte noch sagen, ich finde den Spargel. Ich finde den Spiegel ohne Spargel, finde ich hier wirklich, wirklich gut. Ja, wir haben schon gedacht, das wäre ja gar nicht schlecht, wenn wir einfach den kompletten hinteren Bereich verspiegeln und dann unsere Holzregalbretter einsetzen. Also noch ein bisschen Gewicht einbauen. Mit den Nüsschen und so. Also das vergrößert dann ja nochmal den Raum. Also wir merken langsam, unsere Kreativität und unsere Lust, die steigt wieder immer mehr. Es wird immer wohnlicher und unsere Farbe ist übrigens auch angekommen. Das heißt, wir versuchen dann nächste Woche auch so viel es geht zu streichen. Und falls ihr es eben schon gesehen habt, in der vergangenen Woche war unser Gasherd ja leider in Reparatur. Er ist wieder da, es ist alles wieder gut. Wir hoffen, dass er dann auch in der kommenden Woche von unserem Installateur angeschlossen werden kann. Und dann ist das Gas angeschlossen, dann können wir hoffentlich das Wasser auch zum ersten Mal laufen lassen. Also so langsam geht's los, wir freuen uns sehr. Wir haben auch gestern unser erstes kühles Bierchen aus unserem Kühlschrank geholt und die Steckdosen jetzt das erste Mal auch aktiviert, das funktioniert jetzt alles. Somit hören wir auf für das heutige Video. Hoffen, dass es euch gefallen hat und freuen uns natürlich für einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch weitere Fragen auch zu den Dekoren habt oder auch nochmal zu der Anwendung, falls wir was vergessen haben, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an thetinydifference@gmail.com. Wir packen euch natürlich die Website, den Link von der Website und nochmal unsere ausgesuchten Dekore, die wir jetzt verklebt haben, unten in der Infobox rein. Und nochmal als kleines Update, wir sind mit den Dekoren noch nicht ganz fertig. Uns gefällt es nämlich so gut, dass wir vermutlich auch oben auf unserem Balkon als auch vorne am Gaskasten Outdoor-Dekore noch verwenden wollen. Aber das dann in einem späteren Video, wenn es dann soweit ist und wir das tatsächlich machen. Und jetzt sagen wir für diese Woche Tschüss!